Herzlich willkommen zu einer Runde FIFA mit mir, euer Marcologne. Jo, wir haben in Real Life gewonnen. 2-0 durch Risse in der 62. und 78. Minute. War ein gutes Spiel von uns. Ja, und jetzt spielen wir gegen Stuttgart. Die haben 1-0 verloren gegen Mönchengladbach durch das Tor von Hermann in der 71. Minute. Spielen wir heute, den Mittwoch, um 20 Uhr in Stuttgart. Wir wollen dann mal schnell die Aufstellung noch ändern. Twin Sturm de Fuja, Alpha kommt auf rechts, Risse spielt hinten. Wir auch in der Liga, weil das hat ja wohl sehr gut geklappt. So, Zoller ist nicht da, dafür kommt der Helm so. So, so werden wir auch spielen. Ja, Köln ist auf dem 10. mit 22 Punkten, hat aber Mainz und noch irgendein gut im Nacken. Sprich, Köln muss jetzt weitermachen, wie sie auch gespielt haben. Stuttgart ist ja um 17. mit 17 Punkten, dahinter Dortmund. Ja, so. Aufstellung steht, dann wollen wir mal loslegen. Wir spielen wieder 2x6 Minuten. In der Stärke Profi. So. Ich hoffe, dass es heute flüssiger läuft. Herzlich willkommen im Stadion. Immer wieder diese schöne Ungewissheit. Manni Breukmann und Frank Buschmann sind Ihre Kommentatoren. Ja, und wir freuen uns auf Manni. Hoffentlich klasse Fußball. Heute heißt es 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart hatte auch international schon einige beachtliche Erfolge. Genau zweimal standen die Schwaben bereits im Finale eines europäischen Wettbewerbs. Auf der Stärke Profi. Und nun Matthias Lehmann. So, ich weiß jetzt nicht, Maro. Wie stark. Ballimaus, okay. Einwurf. Spielfehler. Also müssen wir jetzt schön aufpassen. Und nun Christian Gentner. Und jetzt ins Tor. Ewig. Nein. Und was für ein Tor. Das war ein Fehler. Ah, scheiße. Okay. Der spielt mit Köpfchen, der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Ja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten, so hoch wie der springt. Ein sensationelles Tor. Stoßangriff. Auch nichts. Und nun Christian Gentner. Und nun Ivišević. Und nun Christian Gentner. Daniel Halfa. So, jetzt wollen wir gucken, dass wir einen Angriff aufbauen. Freistoß. Ja, das geht ja gleich gut los hier. Es gibt Freistoß. So, jetzt kommt die Wiederholung des Tores. Die wollen wir natürlich nicht sehen. Und nun Christian Gentner. Und nun Martin Hanek. Luschek. Ein Versuch der Balleroberung. Kevin Vogt. Schön wieder zurück. Der VfB Stuttgart, ein echter Traditionsclub mit einer langen und bewegten Vereinsgeschichte. Das kann man wohl so sagen. 1893 wurde der Verein gegründet und zählt zu den 16 Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Kevin Wimmer. Ah.
Aber nun Martin Hanek. Gleiche Situation wie eben. Oh! Klasse geklärt, ja, ganz toll. Noch schön retten. Jetzt sieht er ab! Wenn du den Torhüter bezwingen willst, dann musst du dir schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. Das war mal. Können sie die Flanke verwerten? Ja, und voll. Jetzt ist der Ausgleich gefallen. Damit sind 22. sie wieder vor im Spiel. Nee, 20. Minute. Schönes Tor. Ein schöner Kopfball und unhaltbar. Schöne Flanke. Ja, weil er wie aus dem Leerbuch kommt. Ja, das ist ein Traumkopfball. Ja, Fußball wird mit den Beinen und den Füßen gespielt, aber der Kopf gehört auch dazu. Und nun Christian Gentner. Und nun Martin Hanek. Jetzt kann er flanken. Daniel Halfer. Marcel Risse. Das war eine faire Aktion. So, jetzt gehen wir die Phase dazu. So, Ball erobert. Wunderbar, der Schäfer, der Nationalspieler. Es muss ein Wurf geben. Ein Wurf für uns. Gleiche Situation. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit drin, die Nervosität ist bis hier. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt, der muss Freistoß pfeifen. Schöne Reaktion. Egal. Wir sind jetzt haben schnell wieder korrigiert. Unsere Uja. Ah, schön gerettet, aber den Konter konnten wir leider nicht nutzen. Also verwerten. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Eigentlich hätten machen sollen, tun müssen. Daniel Halfer. So, Svento. Uja. Leider sehr schön abgelutscht von den Stuttgartern. Und nun Christian Gentner. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt, gefährliche Flanke. Nein. Ivišević. Zweite Tor. Auf Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Viele sind stark mit dem Fuß, Abwehr regelmäßig mit Köpfchen. Voll mit der Stirn getroffen, wunderbar platziert, keine Chance für den Keeper. Und nun Martin Hanek. Das sieht aus wie Training, perfekt. Okay, wenn das weiter so geht, dann würden wir da rausholen, weil hier ist er nicht so stark, dass er die Stürmerposition ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Ja, so schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Wir werden jetzt mal die Mitte versuchen anzugreifen. Die Anziehungskraft der Erde hat versagt. Jetzt schießt er. Und schön gehalten. Ein starkes Defensivverhalten. Da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Luschek. Okay. Das war ja mal. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Kevin Vogt.
Schade, hat nicht funktioniert. So. Und jetzt müssen wir einen schnellen Angriff aufbauen. Das ist es! Ecke. Klare Entscheidung, Ecke. Eine Sekunde zu lang gewartet. Und jetzt wird nochmal die Wiederholung des Tors aus der Regie eingespielt. Sehen wir uns das mal an. Gehalten zunächst. Es ist knapp, es ist spannend Halbzeit. Drin und es sind schon drei Tore gefallen. Zur Pause 2:1. Hier gibt es zwar eine Führung, aber hier ist keiner so deutlich überlegen, dass man sagen könnte, jetzt haben sie die anderen im Sack. Nein, das ist absolut Kopf an Kopf hier und wir werden noch, da bin ich mir fast sicher, Dramatisches erleben. Das war unser 2:0. Risse! Auch sehr schön. Ja. So, steht 1:2 für Stuttgart. Wir sind wieder noch schlechter wie, also ich bin noch schlechter wie gegen Hamburg. Faulen, ja, tun wir jetzt auch weniger. So, eine Ecke. Aber, ne, Schussgenauigkeit 100%. Passgenauigkeit 70%, müssen wir dran arbeiten. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt keine personelle Veränderung machen. Links kommt Peschko. Und Helmes kommt dann in der 65. Minute. Zu Uta. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Peschko. Flanke fliegt in den 16er. Okay, dass sie ankommt, war jetzt nicht so... Leitner. Ah. Und nun Christian Gentner. Luschek. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Abseits. Zu früh gestartet. Abseits. So. Bei und Christian Gentner. Luschek. Anthony Uja. Und nun Christian Gentner. Die verstehen sich blendend. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Aber wir müssen halt gucken, dass wir jetzt wird gewechselt. Leitner kommt raus, Maxim geht rein. Maxim! Schuss und der Ball ist das rein. Darf nicht wahr sein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Eieiei. Da müssen auch wir reagieren. Dem Tor hat er sich für die nächste Partie, und zwar für die Standformation empfohlen. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es. Helmes. Ah. Den hätten wir anders verwerten müssen. Und nun Matthias Lehmann. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Marcel Risse. Helmes! Oh, da ist noch alles drin. Schade. Also.
Schade. Konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Schade, niemals. Schade, also schade. Die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. So. Was ist das ja, ne, bei FIFA? Gibt Einwurf. Fernseh. Raus mit Applaus, feines Gefühl für ihn, der Mann hat eine super Leistung gezeigt und lässt sich hier zu Recht von den Anhängern feiern. Stimme ich absolut zu, sehr, sehr gute Partie von ihm, der Trainer muss da zufrieden sein und die Fans fiebern seinen nächsten Auftritt schon entgegen. Und nun Ivicevic. Kevin Vogt. Kann er sich den Ball holen? Klare Einwurf. Sache, Einwurf. Peschko. Helmes. Ah. Das ist dann immer und nun Martin Sache Hanek. Mit der Verwertung. Muss Einwurf geben. Gerettet. Halt geklärt von den Gegenspielern. Und nun Martin Hanek. Schwab. Und der Spiel ab auf die Außenposition. Marcel Risse. Schiedsrichter legt sich fest, es gibt Freistoß. Keine Karte. Und nun Matthias Lehmann. Hector. Herrliche Flanke. Das war eine klasse Flanke, aber das Reaktionsvermögen des Gegenspielers noch besser. Marcel Risse. Maxim. So sieht das der Trainer gern. Der könnte passen. Da war er wieder. Der berühmte schwache Fuß. Keinen guten Fuß. Ja, und das Resultat spricht in diesem Fall Bände, Money. Das sollte besser funktionieren. Gut. Peschko. Einwurf jetzt. Hector. Marcel Risse. Einwurf. Wieder Einwurf. Hector. Er hält ihn fest. Er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Schön reingespielt, aber nicht so Wertung gekommen. Luschek. Helmes. Und nun Martin Hanek. Ich kann die Bälle einfach nicht bearbeiten. Komm. Mit solchen Flanken kannst du keine Abwehr in Verlegenheit bringen. Und aber er kann den Ball nicht festhalten. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Helmes. Okay, ein Fehlpass von mir. Gut. Die Partie ist beendet. Wir haben einen Sieger und der heißt heute Schau für Stuttgart.
Es war spannend, es war hochklassig. Ich denke, Sie haben genauso viel Spaß bei diesem Spiel gehabt wie ich. Mario Beugmann sagt Tschüss, bis die Tage. So, 1:3 verloren. Leider schlecht. Hier das 1-0. Ibišević! Sehr schlecht sein. Ja, Leute. 19. Spieltag, Niederlage bei mir. Risse! Also müssen wir vielleicht noch besser machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Daumen hoch. Ja, und ich hoffe, nächste Woche ist besser. Sprich, warte mal, ich bin jetzt nächstes Mal. Ich glaube, am Samstag spielen wir das nächste Mal. Heute ist Mittwoch. Spielen wir am Samstag bestimmt nochmal. Gut, dann sage ich bis dahin. Euer Marco. Ciao.